Wo sind die Götterältesten, Raiden? Sie fürchten jetzt mich. Ihr erbärmlicher Mortal Kombat hält mich nicht länger fest. Kleiden sich als Drachen, sind aber nur zahnlose Würmer. Mein Gift verbreitet sich. Es ist das Ende aller Dinge. Armageddon. Stopp! Es ist vollbracht. Deine Zeit ist vorbei. Jahrzehnte verschwendet mit närrischem Widerstand. Jetzt fängt meine Herrschaft an. Lustroman. The Dog with Lagoon. Me, Tolavan. Jerem Meltel. Meleroa. Ja, Saradan. Mark Rash Sonor. Dairu. Deine Welt endet. Rechuf uth oi, den Aizai! Er muss gewinnen! Raiden, was stimmt nicht? Seltsame Visionen. Dein Amulett. Es ist nichts, Liu Kang. Das Turnier fängt an. Kämpfer, ich bin Shang Tsung. In den nächsten Tagen werdet ihr alle kämpfen. Manche sind hier auf eigenen Wunsch, andere brachte der Zufall her. Vor einer Ewigkeit. Hey, Schönheit, Johnny Cage. Schön für dich. Das Erdenreich was? Massive Strike, Citizen Cage, Ninja Mime. Kommen sie dir nicht bekannt vor? Kano. Also Kano? In dem habe ich nicht mitgespielt. Ihr nehmt am wichtigsten Mortal Kombat der Geschichte teil. Dieses Turnier, das 10. nach 9 Siegen der Außenwelt, wird das Schicksal von Erdenreich bestimmen. Wenn ihr alle eure Gegner besiegt, steht ihr einer letzten Herausforderung gegenüber. Mir. Der alte Sack ist die letzte Herausforderung? Dann können die mir auch gleich den Gürtel geben. Die haben doch Gürtel, oder? Was? Wie hast du... Aussehen kann täuschen. Unser erster Kämpfer wird Mr. Cage sein. Genau, genau. Er soll es sein. Reptile. Netter Stunt. Wer ist dein Manager? Beginnt! In Ordnung. Showtime! Er wurde gecaged. Genau. Oh ja, ich bin so hübsch. Und ich mache euch nieder. Ich mache euch nieder. Ich mache euch fertig. Ich mache euch fertig. Ich mache dich fertig. Und dann essen wir zusammen. Oh ja. Jetzt zu unserer zweiten Herausforderung, Mr. Cage. Baraka! Na ja, okay, schön geschminkt, aber ist das echt notwendig? Hoppla! Sie werden dein Fleisch schmecken! Mann,
Das sind tolle Klingen. Mein Produzent muss dich kennenlernen. Wir drehen Tommy Scherenfaust und... Ich gratuliere, Mr. Cage. Jetzt! Mach ihn fertig! Ihn fertig machen? Ha, klar doch! Töte ihn! Oh, warte mal. Ich werde niemanden töten. Gut. Das Turnier wird im Morgengrauen weitergehen. Was? Das war's? Echt? Wo ist nur die scharfe Tussi hin? Du hast gut gekämpft. Danke. Schöner Hut. Du solltest mehr Respekt vor Lord Raiden zeigen. Er ist der Beschützer des Erdenreichs, der Donnergott, der... Also ich weiß ja nicht, auf was für Rollenspiele ihr steht, aber ich mache da nicht mit. Dieses Turnier ist mehr als eine Chance auf persönlichen Ruhm. Wir kämpfen um das Überleben des Erdenreichs. Was soll das heißen? Dein letzter Gegner ist Tarkatana. Er wurde mit diesen Klingen geboren. Ja, die Dinger sind echt. Er repräsentiert die Außenwelt. Hättest du verloren, wäre Shao Kahn einen Schritt näher daran gewesen, unsere Welt in seiner aufzunehmen. Außenwelt, ja klar, sicher. Die Götterältesten schufen das Mortal Kombat Turnier, um dem Erdenreich eine Chance zur Verteidigung zu geben. Aber wenn wir diesmal verlieren, wird Shao Kahn alles erobern. Dun dun dun. Schaut mal, Leute. Ich bin Schauspieler. Ich rette die Welt für die Kameras. Wenn dieser Imperator wirklich eine Bedrohung ist, ruft das Militär. Ich? Ich habe ein Date mit einer Blondine. Ciao. Was siehst du nur in ihm? Er ist ein Held, Liu Kang, auch wenn er es vielleicht noch nicht weiß. Versuche neue Signale per Triangulation, aber wie es aussieht, gibt es da keine Info. Ich stehe auf ihr. Folgt einfach meinem Handgelenkfunkgerät. Verstanden. Was ist dein momentaner Status? Sie haben Jax. Und wenn ich nicht in diesem verrückten Turnier mitkämpfe, töten sie ihn. Ich werde versuchen... Brauchst du Hilfe? Ich bin auf das Retten von hilflosen Frauen spezialisiert. Du schon wieder. Hör mal, ich habe ernste Probleme. Ich habe keine Lust darauf, von einem Filmstar angemacht zu werden. Komm schon. Ein Mädchen wie du sollte nicht alleine in dieser Freakshow rumlaufen. Baby, ohne Begleitung kann ich dich nicht losziehen lassen. Oh. Ah. Ich brauche keine Begleitung. Und ganz sicher bin ich nicht dein Baby. Ah, nicht schlecht für eine. Mädchen, hör mal, das tut mir leid. Ich brauche deine Hilfe nicht. Gut, wie du willst. Dann lasse ich dich allein mit deinen Problemen. Gute Idee. Nachdem er dich etwas weich geklopft hat, bin ich dran. Nicht manns genug für einen fairen Kampf? Fair ist nicht mein Ding. Brauchst jetzt gar nicht aufzustehen, Schatz. Sag mal, wie sieht's im Hauptquartier so aus? Naive Schlampe. Ich musste dich nur auf den falschen Weg bringen. Ohne dich hätte ich's nicht geschafft. SE ist auf dem Weg. Weit kommst du nicht. Oh, überleben, das kann ich. Du, aber du wirst hier sterben. Finger weg von der Dame! Die Fans denken, dass meine Moves nur Spezialeffekte sind. Die Wahrheit ist, ich bin der Spezialeffekt. Wirf das auf deinen Grill, du Würstchen. Danke. Kein Problem. Wer ist der Typ eigentlich? Er heißt Kano. Er war ein Informant bei unserer Untersuchung des Schwarzen Drachen. Mächtige Waffenhändler. Es stellte sich heraus, dass er ihr Anführer war, der uns getäuscht hatte. Wegen ihm wurden viele unserer Leute getötet. Das ist also kein Kostüm? Du gehörst zum Militär? Zur Spezialeinheit. Ach was, dann weißt du, was es mit dieser Bedrohung der Welt auf sich hat? Raiden hat die Kavallerie gerufen. Raiden? Keine Ahnung, wen du meinst. Verdammt. Weit kann er nicht sein. Er muss warten. Danke für deine Hilfe, Cage. Johnny. Aber ich muss mich jetzt um einiges kümmern.
Mein befehlshabender Offizier ist irgendwo auf dieser Insel. Ich muss ihn finden. Jax. Jax, bist du hier drin? Oh mein Gott. Was haben sie mit dir gemacht? Hau ab, Mädchen. Hau ab. Miss Blade, du hast mich nicht enttäuscht. Ich habe dich erwartet. Lass ihn gehen. Wir gehören nicht zu deinem Turnier. Ganz im Gegenteil. Ihr seid Teilnehmer. Du wirst gegen Sub-Zero kämpfen. Vom Lin Kuei-Clan, der Attentäter. Jetzt wirst du den kalten Kuss des Todes spüren. Fertig, wir gehen jetzt. Aus dem Weg oder ich trete dir in den Arsch. Eine Herausforderung? Nein, du wirst es nicht sein, der Shang Tsung herausfordert. Willst du auch was? Gerne. Genug davon. Schütze deine Augen. Was? Schütze deine Augen. Jax, los, wir müssen weg hier. Wird auch Zeit. Du hast ihnen bei der Flucht geholfen. Du hast ihnen erlaubt zu fliehen. Sie werden nicht weit kommen. Komm schon, Jax, Bewegung! Das ist ein Befehl. Oh, hast du jetzt das Kommando? Spezialeinheit HQ Sonya Blade hier. Wie sieht es mit der Evakuierung aus? Verstanden. Fast zu Hause, Soldat. Auf Befehl von Shang Tsung. Niemand verlässt die Insel. Dafür habe ich keine Zeit. Aus dem Weg! Noch so eine Überraschung brauche ich nicht. Wie geht's? Mir geht's gut. Lügner. Nachdem ich dich zur Basis gebracht habe, komme ich zurück. Kano ist immer noch irgendwo hier. Deine Besessenheit wird dich noch umbringen. Ich habe ihm vertraut. Ja, haben wir alle. Aber mich hat er benutzt. Ich glaube, das ist unserer. Nein! Verdammt! Du hast einen Herausforderer, Kano. Dieses Mal wird dich der Schönling nicht retten. Du kommst mit mir. Kano ist nicht dein Gefangener. Hilf wenigstens Jax, er braucht einen Sunny. Bastard. Da ist sie. Sonya, bist du okay? Du hast ihn gefunden. Geht's, Sarge? Er ist May... Hey, was machst du da? Es ist okay, er ist cool. Was zum... Jax! Ernsthaft, hey, er ist cool. Das ist unglaublich. Sagte ich doch, er ist nämlich ein Gott. Danke, Raiden. Dankbarkeit ist überflüssig. Ich habe Ereignisse vorhergesehen, wie Erinnerungen an meine Zukunft. Sie lassen mich glauben, dass ihr alle mit dem Schicksal Erdenreichs in Verbindung steht. Was hast du vorausgesehen? In meinen Visionen wird Shao Kahn unbesiegbar. Er vernichtet alles Leben im Erdenreich. Wir werden alle sterben. Ich glaube, diese Visionen können helfen, Shao Kahn zu besiegen. Aber es kann ernste Folgen haben, den Fluss der Zeit zu stören.
Ich mache mir keine Sorgen, du könntest dieses Ding problemlos gewinnen. Ich kann nur teilnehmen, wenn ich direkt herausgefordert werde. Was sollen wir machen, außer nur rumstehen und hübsch aussehen? Fürs Erste muss das Turnier weitergehen. Also gut, wir sind auf deiner Seite, Raiden. Kämpfer, der nächste Kampf wird jetzt beginnen. Scorpion, Gespenst des Unterreichs, wiederbelebt vom Zauberer Quan Chi. Wer unter euch ist dieser Herausforderung würdig? Wo ist Danny Quai? Sub-Zero. Er hat meine Familie und meinen Clan getötet. Ich will seinen Kopf. Ich weiß, dass du da bist, Kung Lao. Die Shaolin-Mönche haben Liu Kang ausgewählt, um deinen Orden zu repräsentieren. Ich bin so gut wie Liu Kang. Das werden wir sehen. Warte und lerne. Ich nehme die Herausforderung an. Kung Lao? Vergiss den Lin Kuei. Jetzt hast du es mit einem Shaolin zu tun. Du wirst deine Impulsivität bereuen. Du bist noch kein Krieger. Kung Lao! Hör zu, wenn die Älteren sprechen. Du konntest diesen Kampf nicht gewinnen. Ich habe den Herausforderer besiegt, Shang Tsung. Ich verlange Sub-Zero. Du verlangst gar nichts. Nightwolf! Deine Aggression ist hier nicht angebracht. Was weißt du schon von meiner Vergangenheit? Du bist nicht der Einzige, dessen Volk geopfert wurde. Aber ich habe eine neue Bestimmung gefunden und diene den Geistern. Ich hänge nicht an der Vergangenheit. Du willst keine Vergeltung mehr. Du bist eine Schande für deine Art. Ich werde das Andenken meiner Gefallenen ehren. Die Geister haben dich verlassen, Schamane. Ein beeindruckender Beginn. Du verschwendest meine Zeit, Zauberer. Beherrschung, Skorpion. Du wirst noch früh genug gegen Sub-Zero kämpfen. Skorpion, ich verstehe deinen Wunsch nach Rache, aber Nightwolf hat recht. Du kannst auf andere Weise Frieden finden. Sub-Zero verdient den Tod. Besiege Sub-Zero, wenn du musst, aber töte ihn nicht. Ich fürchte, dass sein Tod einen noch tückischeren Feind hervorbringen wird. Ich werde Rache nehmen. Verschone Sub-Zero, dann werde ich die Götterältesten bitten, die Shirai Ryu ins Reich der Sterblichen zurückzubringen. Ich verstehe, dass der Plan des Großmeisters Vorteile hat. Aber dieser Plan verstößt gegen die Prinzipien der Lin Kuei. Wir sind Lin Kuei, Syrax. Wir werden den Befehlen des Großmeisters gehorchen. Dann geben wir unseren feinen Willen auf. Unsere Seelen. Wir werden zu... Scorpion. Dein minderwertiger Clan ist tot. Bald wirst du sie wiedersehen. Mein Clan wird wieder auf der Erde wandeln. Eine Herausforderung. Scorpion gegen Syrax und Sektor. Deine Besessenheit mit Sub-Zero endet hier. Ich werde mich rächen, aber Sub-Zero nicht töten. Wirst du nicht? Oder kannst du nicht? Du! Die Shirai Ryu sind tot. Du wirst leiden wie sie. Zur Hölle mit deinem Clan. Nein, zur Hölle mit dir! Das Unterreich. Hier wurde ich neu geboren. Hier wirst du bezahlen.
Ich habe meine Familie und meinen Clan gerecht. Das ist deine Vergeltung. Scorpion, töte ihn. Nein. Das will ich nicht. Er wurde besiegt. Hast du vergessen? Was ist das? Dein Clan. Deine Familie. Bin ich nicht. Autsch. Trotz meiner Anstrengungen ist meine Vision eingetroffen. Ein unglückliches Ende. Einst verteidigte er das Erdenreich vor den Unterreichsarmeen von Shinnok und Quan Chi. Scorpion wird dafür bezahlen. Sub-Zero ist selbst an seinem Schicksal schuld. Selbst schuld? Die Lin Kuei wurden schon oft durch falsche Entscheidungen ruiniert. So wie die Cyber-Initiative. Ich gehöre zu denen, die gegen den Plan des Großmeisters sind. Aus den Lin Kuei chirurgisch praktisch Roboter machen? Das tötet unsere Intuition, unsere Instinkte. Hast du etwas gegen die Teilnahme der Lin Kuei an diesem Turnier gesagt? Wir wurden von Shang Tsung eingeladen. Er bezahlt euch dafür, Krieger des Erdenreichs zu töten. Sein eigenes Reich verraten? Ich erwarte mehr, sogar von einem Attentäter. Meine Treue gehört dem Großmeister. Cyrex. Ein Sieg der Shang Tsung bedeutet das Ende des Erdenreichs und der Lin Kuei. Was machst du? Ich bin nicht hier, um mit dir zu kämpfen. Ich wurde beauftragt, Johnny Cage zu töten. Shang Tsung braucht dich nicht mehr. Was meinst du? Er macht unserer Abmachung ein Ende. Und dir. Ich muss mich mit deinem Meister unterhalten. Der Kampf ist noch nicht vorbei. Du willst mich erledigen? Du konntest nicht mal den Schauspieler aufhalten. Jetzt ist dieser Kampf vorbei. Shang Tsung hat mich verraten. Ich muss herausfinden, warum. Wird keine Gnade sein. Sektor, wir müssen reden. Unser Gastgeber wollte mich umbringen. Du hattest mit dem Donnergott gesprochen.
Deine Unbesonnenheit hat meinen Plan gefährdet. Cyrex ist Lin Kuei. Er wird seine Aufgabe vollbringen. Wir werden sehen. Der nächste Kampf wird Cyrex gegen Johnny Cage sein. Was, ich? Also gut? Nicht jeder darf sich mit einem Star prügeln. Bereit für deine Haue, Sonnenschein. Hier kommt sie. Das sollte deinen Mund stopfen. Erledige ihn! Ich werde ihn nicht töten. Oh. Dir wurde befohlen, Johnny Cage zu töten. Du hast nicht gehorcht. Ich habe ihn aus dem Turnier geworfen. Er musste nicht sterben. Du hast einen Eid gebrochen. Ich habe nach meinem Ermessen gehandelt. Die Cyber-Initiative wird Insubordination auswärts. Wir sind keine Maschinen, Sektor. Ich entschied, den Lin Kuei zu dienen. Aber meinen freien Willen gebe ich nicht auf. Sag's dem Großmeister. Ich bin am Ende. Niemand verlässt die Lin Kuei. Kämpfer, ich stelle euch Shao Kahns letzte Schöpfung vor. Er ist viele Krieger. Ihre Seelen verschmolzen zu einem Wesen. Seht! Ermac! Gib Acht, Liu Kang. Gegen so etwas hast du noch nicht gekämpft. Liu Kang, du bist der einzige Krieger des Erdenreichs, der es in die letzte Runde geschafft hat. Ich bin bereit. Viele, viele. Du bist einer. Wir werden dich vernichten. Das Erdenreich wird nicht in die Hände deines Meisters fallen. Er ist eine größere Bedrohung als erwartet. Ich sorge dafür, dass er die letzte Herausforderung nicht erreicht. Erinnere dich an Borai Chos Lehre. Wenn meine Visionen wahr werden sollen, darfst du dich nicht von Gefühlen überwältigen lassen. Deine Visionen, was verursacht sie? Sie kommen von meinem zukünftigen Ich. Vielleicht, um für einen bestimmten Ausgang zu sorgen. Oder um einen zu verhindern. Er muss gewinnen. Er muss gewinnen. Das sind meine letzten Worte. Ich glaube, du bist es, der gewinnen muss. Dieses Amulett wurde von den Götterältesten geschmiedet. Nach meiner Vision zerbrach es hier in der Gegenwart. Wenn wir richtig entscheiden, ist die Zukunft sicher und die Brüche sind geheilt. Ich vertraue auf deine richtigen Entscheidungen. Wir müssen den Gottesältesten vertrauen, Liu Kang. Gut. Zeig mir mehr. Unterschätz mich nicht, Shaolin. Ich bin beeindruckt. Tu es. Tu was? Töte mich. Warum sollte ich das tun? Ich wollte dich töten. Ich habe meinen Vater enttäuscht, meinen Imperator. Shao Kahn ist dein Vater? Ich habe ihn blamiert. Du musst mich töten. Das werde ich nicht. Wir sind nie aufeinander getroffen. Du hast niemanden blamiert.
Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Unter anderen Umständen. Kämpfer, nur ein Krieger des Erdenreichs ist übrig. Der Shaolin Liu Kang. Wird er diesem Druck standhalten? Das Schicksal des Erdenreichs liegt in seinen Händen. Dein Gegner ist Scorpion. Ich fürchte dich nicht, Dämon. Mit Scorpion kämpft der Zauberer Quan Chi. Du hast schon verloren. Wie ich sagte, ich fürchte dich nicht. Ich habe Mitleid mit dir. Du hast gut gekämpft, aber das Turnier ist noch nicht vorbei. Goro. Was ist ein Goro? Liu Kang. Es ist Jahre her, dass ein Erdenreichkrieger so weit gekommen ist. Aber der aktuelle Champion ist viel zu stark für dich. In den Unterschlupf mit dir! Ich hatte nicht erwartet, in diesem Turnier zu kämpfen. Aber am Ende bringen sogar die Shaolin einen Krieger hervor, der eines Shokans würdig ist. Ich weiß, wer du bist. Bin bereit für dich. Ich werde dir den Tod eines Kriegers geben. Anscheinend haben die Shaolin einen Krieger ausgebildet, der besser als ein Shokan ist. Es ist nur noch ein Kampf übrig. Gegen mich im Mortal Kombat. So soll es sein. Sag es. Ich gebe auf. Ja. Oh ja. Ja. Gut gemacht, mein Freund. Er hat das Erdenreich gerettet. Das war klasse, Liu Kang. Glückwunsch. So gemacht, Kleiner. Erste Liga, Baby. Du hast mich enttäuscht. 500 Jahre habe ich gewartet. Jetzt muss ich wieder 500 Jahre warten. Mein Lord, es ist nicht alles verloren.
Verflucht seien die Götterältesten und ihr Turnier. Ich mein hätte Erdreich mit Gewalt übernehmen sollen. Aber ich muss mich an ihre Regeln halten. Regeln, die nicht gebrochen werden können. Mein Lord! Töte ich! Und wenn die Regeln geändert würden? Kitana! Sprich weiter. Ich verstehe nicht, warum mein Amulett noch beschädigt ist. Er muss gewinnen. Wenn nicht Liu Kang, wer dann? Keine Ahnung. Weiß nicht, ob jemand anderes das geschafft hätte. Ließ Shang Tsung wie einen Trottel aussehen. Bist du hier, um uns zu gratulieren, Zauberer? Was? Shang Tsung? Du wurdest also wiederbelebt. Ich wusste nicht, dass dein Meister Versagen belohnt. Der Imperator hat ein Angebot, Raiden. Ein neues Turnier. Warum sollte ich bei einem Plan mitmachen, den du ausgeheckt hast? Der Imperator schlägt ein einzelnes Turnier vor, das das aktuelle System ersetzen soll. Es wird in der Außenwelt stattfinden. Wenn das Erdenreich nicht gewinnt, wird die Außenwelt es absorbieren. Gewinnt das Erdenreich aber, wird Shao Kahn seinen Anspruch für immer aufgeben. Richte dem Imperator meine Grüße aus. Und entkam. Mir ist jetzt klar, was wir tun müssen. Oh, hat sich jemand die Nummer aufgeschrieben? Warte mal, wo ist Sonja? Shang Tsung hat sie. Wir müssen sie finden. Wir müssen ihnen nach. Shang Tsung hat es klar gemacht, dass das Erdenreich bedroht werden wird, bis ich dem neuen Turnier zustimme. Noch eine Vision? Ja. Ich sah Liu Kang das vorgeschlagene Turnier gewinnen. Ich glaube, wir müssen teilnehmen. Aber meine frühere Vision von deinem Sieg über Shang Tsung war nicht die Lösung, die ich wollte. Also muss diese Vorwarnung ein Ereignis zeigen, das ich ändern muss. Vielleicht ist mit "er muss gewinnen" ein anderer gemeint. Hört mich an, Götterälteste! Ich akzeptiere Shao Kahns Bedingungen! Mann, bist du hässlich. Ich nehme an, dass das der große Mann selbst ist. Der Wrestler-Typ mit dem Kuhschädel auf seinem Kopf? Und warum helfen uns die Kung-Fu-Zwillinge hier nicht? Ich habe Liu Kang und Kung Lao beauftragt, ihre Shaolin-Meister zu befreien. Ich hatte erwartet, dass Sonya Blade mit Shang Tsung hier ist. Sie hat besser keinen Kratzer abgekriegt. Warte, dies ist ein Turnier! Ah, die Delegation von Erdenreich ist hier. Und wir haben einen Freiwilligen für den ersten Kampf. Was? Das Turnier beginnt! Jackson Briggs, dein Gegner ist...
Baraka! Mann, bist du hässlich. Meine Klingen werden dein Herz finden. Den solltest du aufpassen. Wo ist Sonja? Sag mir, Major Briggs, macht ihr beide sonst noch etwas, als euch gegenseitig zu retten? Dein nächster Gegner ist... Was gibt es? Ausgezeichnet. Ich muss mich anscheinend um etwas Dringendes kümmern. Mit Erlaubnis des Imperators werden wir später weitermachen. Um was ging es da wohl? Ich glaube, wir sollten ihm folgen. Ist okay? Sonja Blade, sie soll hingerichtet werden. Meine Kräfte sind hier in der Außenwelt schwächer. Aber ich kann uns in ihre Nähe transportieren. Vielleicht könntest du es nächstes Mal mit etwas näher probieren. Wo sind wir? Ich sage dir Bescheid, wenn ich es weiß. Oh, wenn das verdammte Ortungsgerät hier nur funktionieren würde. Das ist genau wie in meinem Film Time Smashers. Wir gehen rum und versuchen... Mach mal Pause, okay? Meine Ohren tun weh. Sag mal, was ist eigentlich mit dir und Sonja? Hm? Sie ist echt scharf. Nichts. Ich bin ihr Vorgesetzter. So eine Schnecke unter meinem Befehl? Oder wäre ich... Halt deinen Mund. Aber wenn da nichts ist, dann sollte dir egal sein, wenn ich... Jetzt reicht! Es wird Zeit, dass dir mal jemand den Mund stopft. Wie hat dir das gefallen, Mr. Superstar? Genug, genug. Jackson Briggs, du reißt dich zusammen. Naja, ich... Es kommt jemand. Gut. Vielleicht braucht jemand anderes seine Trachtprügel. Suchst du was? Das Arsenal ist Unbefugten verboten. Du gehst jetzt. Da musst du schon netter fragen. Falscher Ort, falsche Zeit, meine Dame. Fühlst du dich besser? Hör mal, Cage. Ich... Keine Sorge. Jetzt wissen wir wenigstens, wo wir sind, dank ihr. Ja, und wohin wir gehen müssen. Na dann los. Komm schon, Cage. Was ist nun mit euch Shokan und Abwasserkanälen? Wenn du dich nicht mit deinem Fluchtversuch entehrt hättest, wären wir nicht in diesem Abwasserkanal. Sonja! Wachen, haltet sie auf! Das war's dann mit einem Überraschungsangriff. Sie ist Eigentum des Imperators, Mensch. Sie ist niemandes Eigentum. Extra Arme machen wohl doch keinen Unterschied. Du kannst echt mit Frauen umgehen. Du kennst mich. Ich hab Klasse. Danke. Warum hat es so lange gedauert? Er musste mich erst verprügeln. Seltsam, ich kriege zwei verschiedene Werte, beide von Ihnen Signale komplizierter Technologie. Technologie? Dann kommen Sie nicht von der Außenwelt. Wir müssen den Quellen beider Signale entgegentreten. Vielleicht entdecken wir den, für dessen Sieg ich sorgen muss. Warte mal, und wir? Was sind wir? Fleischklößchen? Was? Vielleicht hast du recht, Johnny Cage. Du bleibst in meiner Nähe. Klasse, ich... Nah wie ein Schatten und doppelt so still. Sonja, du kommst mit mir. Ich behalte dich im Auge. Raiden, du solltest dich etwa 30 Kilometer in diese Richtung teleportieren. Wir sollten zusammenbleiben, Tundra. Die Identität deines Bruders anzunehmen wird für Aufmerksamkeit sorgen, nicht nur Willkommene. Du hast recht, Smoke.
Aber Bihans Identität anzunehmen, ist der beste Weg, ihn zu ehren. Dann weiter, Sub-Zero. Wir sollten uns trennen. Die anderen Lin Kuei werden nicht weit sein, wenn unsere Abwesenheit bemerkt wird. Wenn sie uns nur mehr Details über den Tod deines Bruders gegeben hätten. Wir werden Shang Tsung finden. Er wird uns alles sagen, was er weiß. Wenn er Bihan getötet hat, wird er sterben. Sei still wie die Nacht. Und tödlich wie das Morgengrauen. Der Imperator war weise, mich hierher zu schicken. Die Lin Kuei sind ungebeten hier. Weise war dein Imperator vielleicht, aber närrisch, sein Hausmädchen zu schicken, um sich bei den Lin Kuei einzumischen. Ich bin Kitana, Prinzessin der Außenwelt. Und mit scharfzüngigen Eindringlingen habe ich keine Gnade. Wo Rauch ist, ist auch Feuer. Schlaf gut, Prinzessin. Eine ganze Armee mit denen und niemand in Außenreich oder Erdenreich hätte eine Chance gegen dich. Gut gemacht. Du kannst den anderen schwarzen Drachen sagen, ich wäre an deinen Waren interessiert. Shang Tsung. Ich kümmere mich um ihn. Kostenlos. Ein toter Lin Kuei. Kommt sofort. Bleib unten. Ich würde mich mal mit deinem Partner unterhalten. Sag mir, was du über Sub-Zeros Tod weißt. Was? Trotz seines Versagens beim Turnier wette ich, dass er stärker war als du, Lin Kuei. Seine Gestalt anzunehmen wird dir nicht seine Fähigkeiten geben, Formwandler. Sehen wir mal, ob Rauch einfrieren kann. Was weißt du über Sub-Zero? Was? Smoke. Du hast den Befehl verweigert, beim Lin Kuei Tempel zu bleiben. Sektor? Du wirst mit uns zurückkehren, um deine Transformation zu beginnen. Du hast es wirklich getan. Du bist ein Cyborg. Wir sind die Lin Kuei. Stiller als die Nacht. Tödlicher als das Morgengrauen. Ich werde niemals aufgeben. Eine große Energie ist nahe. Raiden? Sie dürfen ihn nicht kriegen. Danke, Lord Raiden. Man nennt mich Smoke. Warum bist du hier in der Außenwelt? Um an einem Turnier teilzunehmen und Erdenreich zu retten. Schließe dich uns an, Smoke. Vergib mir, aber wenn Sektor mich gesucht hat, dann jagt er auch Sub-Zero. Sub-Zero? Bin ich jetzt völlig verrückt? Haben wir ihn nicht sterben sehen? Der Großmeister will aus jedem Lin Kuei einen Cyborg machen. Mein Freund ist in Gefahr. Das Turnier. Ich habe das Gefühl, dass dein Freund dort sein wird. Dann lass uns gehen. Sub-Zeros Seele hängt davon ab. Schade, dass du nicht geholfen hast. Du hast Befehl, zum Lin Kuei-Tempel zwecks Assimilation zurückzukehren. Cyrax? Ich bin Lin Kuei-Einheit LK4D4. Du wirst mitkommen. Es tut mir leid, was sie dir angetan haben. Aber ich werde nicht gehorchen. Ich werde die Lin Kuei nach Abschluss meiner Aufgabe bekämpfen. Eher nicht.
Die Signale wurden immer stärker und jetzt sind sie weg. Ich... Sub-Zero? Aber du bist tot. Ich bin nicht der Sub-Zero, von dem du sprichst. Er war mein Bruder. Dein Bruder? Ich will nur wissen, was mit Sub-Zero geschehen ist. Er wurde von jemandem namens Scorpion getötet. Wo kann ich ihn finden? Geh zum Kolosseum. Dort. Du hast unseren Regenerationsprozess gestört. Hab ich dich. Jax, bleib bei dich mir. Dich werden wir auch brechen. Nicht, wenn ich dich zuerst breche. Ich bleibe erstmal ganz. Sonya Blade an Hauptquartier. Sonya Blade an Hauptquartier, kommen! Sonya Blade an Hauptquartier, kommen! Du hast die Blutung gestillt. Ja, aber er braucht so schnell wie möglich einen Sunny. Ich muss zum Kolosseum. Aber ich brauche deine Hilfe, um Im ihn... Im Süden ist ein Portal. Mit ihm kannst du euch zurück ins Erdenreich transportieren. Shai, das Portal ist hoffentlich in der Nähe. Du musst mich töten. Töte ihn! Kitana, du wirst dich mir anschließen. Shao Kahn! Ich fordere Scorpion heraus, den Mörder meines Bruders. Du wirst ihn herbringen. Niemand fordert etwas vom Imperator. Reptile? Ja. Ich würde dich töten, aber das ist nicht meine Aufgabe hier. Deine Anhänger achten dich sehr, Kriegsherr. Sie kämpfen und sterben zu deiner Belustigung. Mein Bruder hat bei diesem Wahnsinn mitgemacht. Ich mache das nur, um seinen Mörder zu finden. Und das sollst du. Was ist das? Du bist nicht Sub-Zero. Ich bin seine Familie und sein Clan. Ich kämpfe für seine Ehre. Er hatte keine Ehre. Und du wirst wie er sterben. Für meinen Bruder. Nein, du! Wer unterbricht jetzt das Turnier des Imperators? Sub-Zero? Nein! Du kannst ihn nicht retten. Bleib hier, sonst schnappen sie dich auf. Wir bitten ihn zu unserem Tempel bringen und dort richten zu dürfen. Und was erhalte ich, wenn ich dieser Bitte stattgebe? Die Treue und Dienstbereitschaft der Lin Kuei. Gut. Er gehört euch. Der Zeitfluss wurde geändert. Ich habe Smoke dieses Schicksal erspart, um diesen neuen Sub-Zero fallen zu sehen. Nein, ich werde nicht umgedreht. Kitana! Wie können Erdenreich-Ninjas einfach so vor mir erscheinen, wenn meine Tochter, die Prinzessin der Außenwelt, sie doch abfangen sollte? Vater, ich... Fort mit dir! Fahre fort. Im nächsten Kampf steht... Kitanas Schicksal ist ein dünnes Schilfrohr, gebogen vom Sturm.
wenn es entwurzelt werden kann. Klar, ruinieren wir das Leben von jemand anderem. Zeigst du so deine Treue, Jay? Kitana, ich... Du folgst mir, obwohl ich deutlich alleine sein will, und dann weißt du mich zurecht. Man schimpft mich nicht wie ein Kind aus. Du musst aufpassen. Ich habe deinen Vater noch nie so wütend gesehen. Du bist eine Prinzessin. Er erwartet mehr von dir. Ich weiß, was er erwartet. Wir reden später, wenn du besser zuhören kannst. Prinzessin Kitana, ich bitte um eine Audienz. Erdenbewohner, du wagst es, dich mir zu nähern? Hör mal, Schätzchen, wir wollen nicht kämpfen. Aber wir werden, wenn wir es müssen. Ich werde euch Respekt beibringen. Shao Kahn will, dass auf den Kampf der Tod folgt. Ich werde ihm das geben. Vielleicht hat sich Liu Kang in dir geirrt. Oder vielleicht hat er wie ich gespürt, dass du hin und her gerissen bist. Danke. Oh, hättest du das nicht auch in einer deiner Wallungen sehen können? Etwas flüstert dir zu, dass die Umstände anders sein sollten. Dass du anders sein solltest. Du bist viel mehr als Shao Kahn. Oh. Aber sie ist tot. Meine Mutter ist tot, ja. Warum? Du brauchst Antworten, Kitana. Ich kann dir suchen helfen, wenn du mir vertraust. Geh zu Shang Tsungs Fleischgruben. Dort wird dir vieles klar werden. Die Fleischgruben? Aber es ist mir verboten. Ja, das stimmt. Und warum ist das so? Ich weiß nicht. Sag mir... Du musst deinen wahren Weg finden. Allein. Zeige dich, Jade. Ich weiß, du bist mir gefolgt. Schon wieder. Ich folge dir immer noch. Ich weiß, wo du hingehst. Mir wurde befohlen, dich davon abzuhalten. Und warum ist das so? Ich hinterfrage die Befehle des Imperators nicht. Kitana, bitte. Drehe um. Das kann ich nicht. Dieser Pfad könnte mich zur Wahrheit führen. Es tut mir leid, Jade. Aber ich werde nicht zulassen, dass du mich aufhältst. Ich habe dich gewarnt. Das ist etwas, das ich tun muss. Was im Namen der... Sie sehen aus wie ich. So hübsch, so schön, so traurig und alleine. Komm, lass uns eine Familie sein. Du bist nicht meine Familie. Du bist eine Missgeburt. Lebe wohl, Schwester. So sollte man seine Geschwister nicht behandeln. Du Schwein,
Glaubst du, mein Vater wird diese Abscheulichkeiten gestatten, die du hier geschaffen hast? Ich mache dich doch nur perfekt, Prinzessin, auch wenn das ganz schön schwer ist. Ruhe! Ich werde dich an deinem Spitzbart vor Shao Kahn ziehen. Du wirst vor meinem Vater stehen und deine Taten zugeben. Ich würde dich nicht stören, Vater, wenn es nicht äußerst wichtig wäre. Ich dachte, du solltest wissen, was Shang Tsung in letzter Zeit getrieben hat. Dieser Zauberer hat schreckliche Nachbildungen von mir erschaffen, mit takatanischem Blut gekreuzt, eine war im Leben und hat mich angegriffen. Gut gemacht, Zauberer. Du weißt? Du billigst? Wie kannst du nur? Mein eigener Vater! Ich bin dein Imperator! Dein Vater war ein schwacher, edenischer König. Ich habe ihn vernichtet, sein Reich mit der Außenwelt vereinigt und seine Königin zur Frau genommen. Wenn ich Sindel nur nicht gestattet hätte, mich von deinem Wert zu überzeugen. Aber jetzt habe ich eine echte Tochter. Raiden hatte recht. Du hast mich mein ganzes Leben belogen. Bringt sie in den Turm. Ich werde an ihr ein Exempel statuieren. Kehre zu den Fleischgruben zurück. Bring mir meine Tochter. Ich habe dich enttäuscht, Kitana. Jetzt mache ich es wieder gut. Das sind alle. Das ist ganz viel Zeit. Es gehört Shang Tsung. Wir sind fertig. Kehre auf deine Posten zurück. Tritt zur Seite. Ich will Kitana sehen. Niemand betritt den Turm. Du bist ein ausgezeichneter Wachhund, Baraka. Aber bei Fuß musst du noch lernen. Du hast mir nichts zu befehlen. Guter Junge. Ethenianer kennen keine Treue. Blinde Treue ist nichts Gutes, wie ich gelernt habe. Du musst deine Augen offen halten, um den letzten Schlag kommen zu sehen. Wovon redest du? Du machst es zu einfach. Wenn du dich nicht entehrt hättest, du... Jade! Meine Befehle sind eindeutig. Niemand kommt in den Turm. Wie du sehen kannst, bin ich hier. Hier, um der Prinzessin fliehen zu helfen. Du würdest ihr ihre Hinrichtung verwehren? Das einzige Mittel, um ihre Ehre wiederzugewinnen? Unsere Konzepte von Ehre unterscheiden sich sehr, Shokan. Ein toller Wärter bist du nicht, oder? Also, Eure Hoheit, sehen wir mal, wie schnell wir die Fesseln entfernen können. Jade, ich... Ich auch. Haltet sie auf! Lass sie nicht entkommen! Geh, finde Raiden, bitte ihn um Hilfe. Das sollte mich vor Verfolgern bewahren. Andere verfolgen. Ich finde. Bei den Göttern. Du bist Milena. Du musst mit mir zurückkommen. Meine Schwester wird gefeiert. Sie wird gehen. Ich bin für Kitana eine bessere Schwester als du. Ich muss Raiden finden. Er ist hier. Kitana wendet sich von Shao Kahn ab und du greifst sie an, anstatt dich ihr anzuschließen? Das ist nicht Smoke, stopp! Das ist nicht Kitana! Komm nicht näher! Das wollte ich nicht. Lord Raiden, ich komme auf Wunsch der Lord? Ich war bei Smoke. Ich dachte, sie sei böse. Er hat wohl noch eine umgedreht. Was hat Raiden nur, das ich nicht habe? Göttliche Kräfte? Einen Charakter, der nicht Schleifpapier ähnelt?
Trottel! Wenn wir sie nicht retten, wird sie hingerichtet. Kitana bleibt nicht mehr viel Zeit. Kitana, hingerichtet? Wo ist sie? Sie wird im Turm von Shao Kahns Festung gefangen gehalten. Ich werde nicht. Mir gefällt dieser Ausgang auch nicht, Liu Kang. Aber es bleibt keine Zeit. Wir müssen zum Turnier zurück. Aber du bist verantwortlich für ihre Gefangennahme. Du hast sie davon überzeugt, sich gegen Shao Kahn zu richten. Lord Raiden, wir können sie befreien, während andere an unserer Stelle kämpfen. Dann kommen wir zu euch. Also gut. Wir sehen euch im Kolosseum. Ich hoffe, deine Freundin ist Lord Raidens Wut wert, Liu Kang. Sieh, wie ich dich ignoriere. Sie müssen Kitana verlegt haben. Das haben wir wirklich. Wir wussten, dass jemand sie suchen kommen würde. Du sollst dem Tode mit ihr vereint werden. Sei dankbar, dass ich dein unreines Blut nicht vergießen will. Wer bist du? Da ist etwas Vertrautes. Brauchst du Hilfe? Vier Arme gegen zwei ist kein fairer Kampf. Liu Kang? Du hattest deinen Kampf gegen Liu Kang. Jetzt wirst du mich kennenlernen. Wenn noch etwas Ehre in dir steckt. Du wirst uns sagen, wo Kitana ist. Sie wurde zum Kolosseum gebracht. Wo sie zweifellos umgebracht wurde. Du liebst! Vielleicht lebt sie noch. Gehen wir. Da ist Kitana. Ich muss sie befreien. Nicht jetzt. Smoke und Johnny Cage wurden besiegt und ich kann Jackson Briggs und Sonya Blades Anwesenheit nicht mehr in der Außenwelt spüren. Trotz meiner Zweifel daran, dass du der Retter des Erdenreichs bist, musst du kämpfen. Aber ich bin nicht der, der gewinnen muss. Raiden! Bring einen würdigen Champion, wenn du kannst. Vielleicht sollst du der Sieger sein. Dein Gegner ist Shang Tsung und Quan Chi. Kein Erdenreich, Junge, kann diese tödliche Allianz aufhalten. Da sind wir gleicher Meinung. Es ist vollbracht. Nein, Kung Lao. Nicht mal ein bisschen. Ich werde dein Herz zerstören. Siehst du, Raiden? Das Erdenreich ist Feuer! Kung Lao! Nein! Ich werde dir dein Fleisch von den Knochen ziehen! Naiver Junge, weißt du, wer ich bin? Der Mörder meines Freundes. Ich bin Shao Kahn, Eroberer der Welten. Du wirst keinen Sieg schmecken. Du wirst dein eigenes Blut schmecken. Auf die Füße! Oh.
Kung Lao, die Shaolin und das Erdenreich. Erdenreich hat gewonnen. Die Götterältesten haben gesprochen. Das Erdenreich ist für immer von Shao Kahn befreit. Aber der Preis für den Sieg war fast zu hoch. Kung Laos Tod ist meine Schuld. Ich habe ihn ermutigt. Unser Triumph hätte nicht so erreicht werden sollen. Ich verstehe jetzt. Mit Er muss gewinnen warst du gemeint. Aber um Armageddon zu vermeiden, musstest du Shao Kahn besiegen, nicht Shang Tsung. Das kann nicht sein. Shao Kahn ist tot, doch die Zukunft ist unverändert. Shao Kahn ist erledigt. Melina ist seine Erbin. Sie sollte herrschen. Melina? Sie existiert nur wegen meiner Zauberei. Und du atmest, weil ich meine im Zaum halte. Imperator! Du lebst! So einfach tötet man mich nicht. Quan Chi hat meine Genesung beschleunigt. Imperator, ich... Kein einziges Wort. Wegen dir kann die Außenwelt sich nicht mit dem Erdenreich vereinigen. Es könnte noch eine Alternative geben, Imperator. Invasion. Invasion? Machst du dich über mich lustig? Sindels Mündel hält mich davon ab, das Erdenreich zu betreten. Hast du darüber nachgedacht, warum deine Frau und Imperatorin dich gerade auf diese Weise verraten hat? Natürlich, aber selbst nach Jahrtausenden bleiben ihre Motive ein Rätsel. Ihm wurde klar, dass die Absicherungen der Götterältesten durch Mortal Kombat nur Fiktion sind. Sie opferte sich, um für Schutz zu sorgen, den die Götterältesten nicht geben konnten. Damit das Erdenreich nicht wie Idenia leiden konnte. In der Tat. Ich habe die Sprüche gemeistert, die für ihre Wiederbelebung notwendig sind. Ihr Mündel wird aufgehoben und mit ihm die Barriere, die euch am Betreten des Erdenreichs... Ich werde sie dir natürlich zurückbringen. Dann sollte sie viel... hilfsbereit. Das ist ein sehr großherziges Angebot. Ich will nur dienen, Alter. Ich bin der Zauberer Müde. Beweise dein Wert. Bring sie zu mir. Sindel. Quan Chi? Shao Kahn freut sich auf deine Rückkehr. Der Imperator, ja. Und Kitana? Kitana ist jetzt eine Verbündete des Erdenreichs. Dann ist sie nicht mehr meine Tochter. Bring mich zu Shao Kahn. Ja, Imperatorin. Die Invasion von Erdenreich kann jetzt beginnen. Incoming, incoming!
18. Kabal, melde es. Basis, Adler 2, wir zählen 18. 1-8 Feinde, südlich auf der Olympik. Adler 2 aus. Das gibt es nicht. Hey, nicht was ich dachte, als ich schwor, Freund und Helfer zu sein. Was ist das? Ich denke mal, erst schießen, dann fragen. Hört sich gut an. Pistolen! Genug davon. Spucken? Die Zunge rausstrecken? Deine Mama ist sicher stolz. Komm, wir gehen auf Straßenhöhe. Wir wurden entdeckt. Da unten ist es nicht sicher. Besser da als hier. Was denkst du? Freund oder Feind? Feind. Mit den Klamotten? Ganz sicher, Feind. Gib mir Deckung. Hey, was machst du hier draußen? Ich suche einen neuen Spielkamerad. Du kommst mit mir. Wer bist du? Bist du in Ordnung? Johnny Cage kommt gegen ein Riesenmonster? Was ist das? Time Smasher? Der Typ hat mit Blitzen geschossen. Aus seinen Händen. Wie hat er das gemacht? Keine Ahnung. Ausschwärmen. Gib ihnen mehrere Ziele. Mann, weniger hässlich, wenn sie brennen. Ich wusste nicht, dass ich das kann. Kabal! Basis, Adler 2! Kommen, Adler 2. Brauchen Sunny, aktuelle Position. Kabal ist erledigt, Verbrennung dritten Grades. Sunny auf dem Weg. 10 Minuten. Was zum... Der Imperator wird deine Seele kriegen. Ja, hol sie dir. Ich glaube, ich behalte meine Seele. Ich habe dich gesucht, Curtis Stryker. Du hast mich gefunden. Wer bist du? Ich bin Nightwolf. Lord Raiden versammelt die Verteidiger der Erde. Du gehörst zu ihnen. Was zur Hölle soll das heißen? Raiden führt die Verteidigung der Erde gegen die Eindringlinge der Außenwelt an. Er ist unsere beste Hoffnung aufs Überleben. Naja, Erdenreichverteidiger liegt ungefähr 10 Stufen über meinem Gehalt. Ich sehe, du zweifelst selbst noch nach deinen Siegen an dir. Komm! Was? Wo ist er? Die Sunnis waren noch nicht hier. Vielleicht ging er Hilfe suchen. Nein, er war viel zu verletzt dafür. Jemand hat ihn mitgenommen.
Nur die Ruhe, Kumpel. Du hast viel durchgemacht. Kano? In Fleisch und Blut. Ich habe gebrannt. Schön angeröstet warst du. Gut, dass ich dich gefunden habe. Ich sehe schrecklich aus. Shang Tsungs Magie hat den Rest von dir geheilt. Aber deine Lunge, Mann... Nimm sie ab. Kann ich, die ist permanent. Was? Keine Maske, keine Luft. Ich bin ein Freak. Hier, probier sie mal. Ich benutze die nicht mehr. Ja, du bist jetzt ein guter Polizist. Der schwarze Drachen ist nicht mehr das gleiche ohne dich, Kumpel. Du solltest zurückkommen. Wir scheffeln Geld mit diesem Krieg. Ihr habt diesen Monstern ihre Feuerkraft verkauft. Schuldig im Sinne der Anklage. Das ist deine Schuld. Was geht dich das denn an? Du bist hier, oder? Ich sollte tot sein. Das lässt sich einrichten. Wie komme ich jetzt hier raus? Willst wohl doch nicht so gerne tot sein. Wie komme ich hier raus? Viel Glück. Ohne Shao Kahns Erlaubnis verlässt niemand die Außenwelt. Außenwelt? Shao Kahn? Shao Kahn ist der Boss hier. Und bald der neue Meister der Erde. Wo ist er? Lass es sein. An ihn kommst du nicht ran. Nein, aber ich nehme an, du. Was soll das? Raiden hat Motaro getötet. Das ist er? Raiden. Du bist ja ein richtiges Genie. Es ist unwichtig. Ich werde ins Erdenreich gehen, um Motaros Arbeit zu beenden. Ja. Shang Tsung. Ja, Imperator. Die Imperatorin benötigt etwas von mir. Siehst du, ich glaube, er ist ein bisschen zu viel für... Ich kann ihn schaffen. Ist unglaublich. Muss wohl ein Nebeneffekt der Außenweltmagie sein. Dir ist nicht erlaubt, das Portal zu benutzen. Ja? Sagt wer? Sub-Zero, Einheit MK520. Ha, du sagst das, als hätte das eine Bedeutung. Wie du schon bald erkennen wirst. Ha, nicht so kalt, wie du gedacht hast. Warum stellst du dich gegen deinen Bruder Lin Kuei? Das ist nicht mein Bruder. Er ist eine Maschine. Ich bin ein Mensch. Du siehst nicht wie ein Mensch aus. Lass dich nicht von der Maske täuschen. Langsam fühle ich mich wie früher, nur schneller. Sub-Zero! Du bist wirklich sehr stark, Kabal. Warte, du bist der Typ mit den Blitzen. Du hast Striker geholfen. Striker, ist er... Er ist in Sicherheit. Er hat sich uns im Kampf gegen Shao Kahn angeschlossen. Wir wären auch für deine Hilfe dankbar. Sub-Zero. Was ihn zu Sub-Zero machte, existiert nicht mehr. Er ist mein Freund. Was sie mit ihm gemacht haben, es ist abscheulich. Du hast recht. Wir müssen ihm helfen, wenn wir können. Oh.
Also gut, los geht's. Du bist sicher, dass das funktioniert? Verdammt nein, ich habe das noch nie gemacht. Schließlich gibt es da keine Anleitung für. Sub-Zero? Kann er mich hören? Er sollte es. Sub-Zero. Ja, Smoke. Wie fühlst du dich? Was stimmt nicht? Ich erinnere mich. Die Dinge, die ich für Shao Kahn getan habe. Ihm darf nicht erlaubt werden, die Reiche zu vereinen. Eyoka, wie kann uns Sub-Zero am besten helfen? Ich weiß es nicht. Meine Versuche, zukünftige Ereignisse zu verändern, hatten negative Folgen. Sub-Zero hätte diese Verwandlung nie erleiden sollen. Wenn wir ihn einsetzen, könnte das den Zeitfluss noch weiter ablenken. Wir brauchen Infos, oder? Schicken wir ihn als Agenten zurück in die Außenwelt. Sie werden nicht von meinem Überlaufen wissen. Ich könnte sie täuschen. Das Erdenreich ist am Ende. Wird nicht vermisst. Sehr. Wir werden zurückkehren. Du kommst spät. Wo ist der Eindringling? Ich habe ihn im Erdenreich getötet. Er hätte verhört werden sollen. Er war beeindruckend gut. Mir blieb keine Wahl. Folge mir. Wir müssen eine neue Mission anführen. Welche Mission bringt uns hierher? Ich habe dein Neuralnetz gescannt. 520. Deine Neuromodulatoren wurden mal eingestellt. Unmöglich. Die Erfahrung wurde aus deinem System gelöscht. Entferne dein Zugriffspanel. Dein Programm wurde beschädigt. Meine Seele wurde beschädigt. Jetzt ist sie rein. Künstliche Verbesserungen sind kein Ersatz für eine menschliche Seele. Zum Friedhof in St. Dominic bringen. Aufstehen, alle zusammen! Aus welchem Grund? Ist mir egal, solange ich bezahlt werde. Er hat aufstehen gesagt. Komm, hoch, steh auf. Hey, was machst du da? Ich helfe dir. Wird bestraft werden. All die Zähne und Klauen und trotzdem keine Chance. Stehen, Unhold der Außenwelt. So furchterregend bist du nicht. Oh my
Danke. Ich dachte, wir wären erledigt. Ich muss gehen. Ich muss den Friedhof untersuchen. Wir würden mitkommen, aber wir müssen zurück. Das ist besser so. Viel Glück, Mann. Glück braucht er nicht. Sub-Zero hier. Ich habe Quan Chi gefunden. Er scheint einen Zauberspruch zu wirken. Raiden, was stimmt nicht? Was hast du gesehen? Einen von Shao Kahns Seelen stürmen, in einer Größe, die ich nicht für möglich hielt. Alle Seelen des Erdenreichs werden gefangen werden, absorbiert von Shao Kahn, seine Kraft vervielfachend. Das ist es, was Sub-Zero gefunden hat? Trotz meiner Bemühungen ist die Zukunft in Gefahr. Wie konnte ich das Erdenreich so enttäuschen? Verliere nicht den Glauben an die Geister, Raiden. Sie werden dich anführen, dich beschützen. Sub-Zero, wir werden den Seelensturm unterbrechen. Ich werde gleich da sein. Schnell, der Zauberspruch scheint fast fertig zu sein. Wer ist das? Wer vor dem Kano uns gewarnt hat, er gehört mir. Du bist nicht würdig, den Namen Sub-Zero zu tragen. Warum sollte deine Meinung zählen? Ich habe diese Farben vor dir getragen. Bi-Han! Ja, Kuai Liang, ich bin es. Quan Chi hat mich wiederbelebt. Wiederbelebt? Dich und mich? Wir sind fehlerhafte Kopien von uns selbst. Ich habe keinen Fehler. Quan Chi hat mich perfekt gemacht. Aus welchem Grund? Um dem Unterreich und der Außenwelt zu dienen? Es dient meinem Zweck. Aber Bruder, wir haben dasselbe Blut. Wir sind keine Brüder. Dann werde ich deine Niederlage nicht bedauern. Du hast recht. Wir sind keine Brüder. Ratnas umbringt nach Har. O Tarshenduran! Deine Seele ist nicht sicher. Das Schicksal des Ehrenreichs ist besiegelt, Nightwolf. Nicht jetzt. Wir kämpfen bis zum Ende. Deine Zeit ist vorbei. Aber wie wissen wir das? Raiden könnte Visionen einer möglichen Zukunft haben, nicht von der Zukunft. Sonja hat recht. Sollte ich diese neuen Arme haben, oder wurde das durch eine Störung der Zeitachse verursacht? Davon kriege ich Kopfschmerzen. Das hilft nicht. Wir dürfen unsere Entscheidung nicht hinterfragen. Raiden, was denkst du? Raiden? Ja,
Das ist am besten. Was ist unser nächstes Ziel? Nightwolf. Es ist vollbracht. Die Seelen von Erdenreich sind sicher. Nein! Wie kann das nicht reichen? Ich muss mit den Götterältesten sprechen. Shao Kahns Verstoß muss bestraft werden. Aber die Schlacht ist hier, im Erdenreich. Ohne die Götterältesten können wir nicht gewinnen. Aber Meister... Liu Kang, nah wie ein Schatten. Nightwolf, du führst sie bis zu unserer Rückkehr. Wie du wünschst, Heoka. Und was jetzt? Hier rumstehen wird uns nicht weiterhelfen. Wartet. Die Lin Kuei, sie haben uns umzingelt. Dann ist wohl nichts mit rumstehen. Angriff! Ich bin schneller und fähiger als du. Mit Geschwindigkeit und Fähigkeiten allein wird dieser Krieg nicht gewonnen, Cyrex. Verstehst du jetzt, wie stark die Vision des Großmeisters ist? Der Macht der Geister bist du nicht gewachsen. Vielleicht kannst sogar du gerettet werden. Was stimmt nicht? Mutter. Tritt vor, wenn du es wagst. Ich werde beenden, was die Lin Kuei nicht konnten. Tun wir es. Angriff! Bitte. Ich bin nicht mehr deine Mutter. Mutter, das ist nicht dein Pfad. Shao Kahn hat dich verdorben. Shao Kahn hat mich wiederbelebt. Du hast ihn verraten, dich dieser jämmerlichen Sache angeschlossen. Erinnere dich an Edenia, Mutter. Erinnere dich an deine Herrschaft vor Shao Kahns Invasion. Ruhe, Kind. Es wird Zeit für dich, zu deinen Freunden zu gehen. Monster! Immer noch am Leben? Egal. Wirst du bei deinen Ahnen sein? Jetzt, Sindel, spüre das Urteil der Geister. Hahaha!
Tunkasila, Moises Iedo, Onsimalayu, Homakiyayo! Raiden. Raiden. Wo bist du? Götterälteste, ich flehe euch an. Das Erdenreich ist in Gefahr. Wir kennen deine Notlage, Raiden. Dann müsst ihr eingreifen, um Erdenreichs Willen. Das können wir nicht. Aber Shao Kahn, Liu Kang hat ihn zweimal besiegt und trotzdem ist er noch... Shao Kahn hat die Regeln von Mortal Kombat nicht gebrochen. Was? Er fällt in diesem Moment in Erdenreich ein? Eine Invasion allein ist keine Überschreitung. Es ist die Vereinigung der Reiche, die verboten ist. Ein Unterschied, der unwesentlich ist. Unschuldige sterben wegen der Außenwelt. Das ist bedauerlich. Aber die Mortal Kombat-Turniere sollen nicht gewisse Ergebnisse verhindern. Sie sollen nur das Gleichgewicht zwischen den Reichen halten. Bitte! Ihr müsst! Wir haben gesprochen. Die letzten Türen schließen sich. Wir sind beinahe gefangen. Der Sieg ist mein, Schamane. Wenn ich ihn dir wegnehme! Zum Kassier! Heus ist die Erlohn! Oh, Makiyo! Bei den Götterältesten! Kitana! Du hattest recht. Ich wünschte mir an uns unter anderen Umständen getroffen. Kitana! Sie sind tot. Liu Kang, ich... Wir haben sie verlassen. Und sie sind tot. Auch mein Herz ist schwer von ihrem Opfer. Ihr Tod hat nichts bewirkt. Was jetzt, Rain? Sag mir die Zukunft vorher. Wie ehren wir ihr Opfer? Ich bin in den Himmel gestiegen, jetzt muss ich in die Tiefe gehen. Ich werde zu Quan Chi gehen. Unser Reich mit seinem gegen die Kräfte der Außenwelt vereinen. Was? Vor Quan Chi kriechen? Was wird er fordern? Was für ein Preis wird bezahlt werden? Gibt es einen Preis zu hoch, um Erdenreich zu retten? Ich hatte gebetet, dass es nicht wahr ist. Aber du bist wahnsinnig geworden, Raiden. Deine Visionen, sie sind nichts. Täuschungen eines verwirrten Geistes. Liu Kang, bitte! Genug. Ich muss den Verwundeten helfen. Gehe deinen hoffnungslosen Gang. Mögen die Götterältesten dich beschützen. Quan Chi! Quan Chi! Es enttäuscht mich, dich hier zu sehen. Spar dir dein Mitleid. Ich werde eine Audienz bei Quan Chi bekommen. Du kannst mit mir sprechen. Ich werde ihn informieren. Hast du deswegen deine Familie und deinen Clan nicht gerettet?
um deinen Platz zu seinen Füßen zu behalten? Sprich nicht von meiner Familie, Ray. Hol deinen Meister, Skorpion. Ich muss mit ihm sprechen. Du sprichst nur mit mir. Jetzt, Skorpion. Hol deinen Meister. Du willst eine Audienz? Ich will Zusammenarbeit. Vom Erdenreich und dem Unterreich. Du verlierst also die Schlacht. Wir werden gewinnen. Aber mit dem Erdenreich an unserer Seite. Du lügst schlecht, Raiden. Die Verteidigung von Erdenreich wird überrannt. Du hast nur noch Stunden. Nenne deine Bedingungen. Was bietest du an? Ich biete die Seelen der Erdenreichkrieger an, die in diesem Konflikt sterben. Sie würden zustimmen. Du gehst leichtfertig mit den Seelen anderer um. Nicht nur anderer! Ich biete auch meine Seele an. Wenn ich sterbe, gehört sie dir. Wie nobel, Raiden. Aber völlig sinnlos. Nein! Wie du siehst, gehören ihre Seelen mir schon. Shao Kahns Bezahlung für das Bündnis mit dem Unterreich. Nein, das war so nicht bestimmt. Das Erdenreich hat verloren, Raiden. Und jetzt wirst du verlieren. Erledige ihn. Wie du befiehlst, Meister. Mögen die Götterältesten über dich wachen. Die Götterältesten können ihnen nicht helfen. Ihre Seelen gehören mir. Kitana, Nightwolf, Kung Lao. Du hast unser Schicksal an diesem Ort besiegelt, Donnergott. Du hast uns alle verdammt. Sei verflucht, Quan Chi. Shao Kahns Sieg ist beinahe vollständig. Bald wird er im Erdenreich ankommen. Nein, die Götterältesten können das nicht erlauben. Die Götterältesten sind zahnlos. Deine Welt steht vor der Zerstörung, und doch handeln sie nicht. Sie müssen. Nur durch Mortal Kombat kann Shao Kahn die Reiche vereinen. Sonst wird er das Urteil der Götterältesten spüren. Sonst wird er das Urteil der Götterältesten spüren. Er muss gewinnen. Du bist es, der verurteilt wird, Raiden. Danke, Quan Chi. Jetzt weiß ich, was getan ist. Händen zurück aus dem Unterreich, sehe ich. Liu Kang! Liu Kang, mir ist jetzt klar, was wir tun müssen. Wir müssen Shao Kahn erlauben, die Reiche zu vereinen. Das ist verrückt. Die Götterältesten verbieten es ohne Sieg im Mortal Kombat. Wenn er es macht, wird er die Wut der Götterältesten spüren. Shao Kahn vor der Vereinigung zu besiegen, ist nur vorläufig. Er wird zurückkehren und Armageddon bringen. Ich habe es vorhergesehen. Genug, Raiden! Ist hier. Nein, tu, was ich sage. Vertraue den Götterältesten. Vertraue mir. Liu Kang, ich kann dich nicht gegen Shao Kahn kämpfen lassen. Dann bist du mein Feind. Liu Kang, schreite nicht ein. Liu Kang, Raiden, nein! Genug von deinem Wahnsinn. Wenn du sterben musst, soll es so sein. Ja! Bei den Göttern, nein! Nein, das war nicht so bestimmt. Was hast du getan? Liu Kang, vergib mir. Du hast uns
alle getötet. Vernünftig geworden. Die Bürger vom Erdenreich leiden. Mehr Widerstand dient keinem Zweck. Seit Ewigkeiten hast du mich bekämpft. Hast mir mein Recht verwehrt. Dieses Mal nicht. Die Götterältesten fürchten mich jetzt. Der erbärmliche Mortal Kombat hält mich nicht länger fest. Jahrzehnte verschwendet mit närrischem Widerstand. Ich habe gewonnen. Ja, du hast gewonnen. Jetzt wird deine Welt enden. Ein schwacher Versuch unbedeutender Gottheit. Heute werde ich zum Götterältesten. Yeah.
Es ist vorbei. Aber nur zum höchsten aller Preise. So viele sind tot. Ihr Licht ist in der Erde versunken. Ich bin verantwortlich für diesen Verlust. Du hast getan, was du musstest, um das Erdenreich zu beschützen. Verluste im Krieg sind unvermeidlich. Komm, kümmern wir uns um die Gefallenen. Dann müssen wir unser Reich wieder aufbauen. Unsere Arbeit hat erst begonnen. Hat perfekt funktioniert, Lord Shinnok. Shao Kahn war von Wut geblendet. So leicht wurde er davon überzeugt, dass die Götterältesten ignorieren würden, wenn er die Reiche vereinigt. Aber der Donnergott lebt noch. Egal. Weder das Erdenreich noch die Außenwelt können jetzt dem Ansturm des Unterreichs standhalten. Die Zeit ist gekommen. Bald werde ich frei sein. Das Erdenreich und die Außenwelt werden unser sein.